Da bin ich die Landstraße Richtung Tripolis den Berg hochgekurvt, um das Heiligtum der Isis zu finden und habe mich einige Male verfahren, ob die Kirche, die da oben auf den Berg gestellt wurde, oder die Kirche in Achlap do Campos etwas mit Isis zu tun haben, konnte ich nicht herausfinden, auch im Internet nicht, gibt es keinen Hinweis. Es wird immer nur auf Isis verwiesen. Dann bin ich ein wenig im Tal, auf Land, auf Feldwegen herumgekurvt und musste den Rückwärtsweg einschlagen. Dann bin ich zurück nach Spiliotakis gefahren, um das antike Elaeus zu finden. Aber auch da im Internet kein Hinweis. Und dann auf Feldwegen bis nach Kiveri. Aber kein Hinweis auf eine archäologische Stätte. Auch Timenion, den Hafen von Argos, habe ich nicht gefunden, außer es handelt sich um den Hafen bei Neakios selber oder den Hafen von Myli, aber das ist unwahrscheinlich. Die Pyramide von Eleniko habe ich nicht besucht, das ist keine Pyramide, die hatten wir schon früher mal besichtigt. Aber erfolgreich war das Finden in Argos des Isis-Heiligtums, des Isis-Sanktuarium, das ganz versteckt und nicht ausgeschildert ist. Und dazu werden wir noch etwas zitieren in der Folge.